Video geht es um die Bestimmung einer linearen Funktion, wenn zwei Punkte dieser Funktion bekannt sind. Ich habe hier mal den Grundtyp einer linearen Funktion aufgeschrieben. Y sei unser Funktionswert, ist gleich a plus b mal x, unserem Argument. Und a und b sollen Konstanten sein. In diesem Fall hätten Sie eine lineare Funktion vorzuliegen und diese Funktion wird, das kann man sich schon grafisch vorstellen, durch zwei Punkte in der Ebene eindeutig bestimmt. Ich habe mal hier zwei Punkte vorgegeben, einen Punkt A und einen Punkt B. Und Punkt A liegt ja im Koordinatensystem bei x gleich 5, y gleich 25. Sagen wir mal, hier ist die 5 und hier ist die 25, dann wäre Punkt A durch diese Koordinaten vorgegeben. Punkt B soll bei x gleich 1 den Wert b gleich 13 annehmen. Dann also vielleicht hier y gleich 13. Ja, und dann können Sie sich vorstellen, dass durch diese beiden Punkte nun genau eine lineare Funktion geht und das ist unsere Funktion y von x. Ja, wie können wir diese Funktion nun formal bestimmen? Dafür gibt es die sogenannte Zwei-Punkt-Methode. Und zwar würden wir in unseren Grundtyp einer linearen Funktion für die beiden Punkte a und b einsetzen. Ich könnte jetzt für beim Punkt a für x die 5 einsetzen. Und für y die 25. Das gleiche machen wir ja für Punkt b. Würden wir für y die 13 einsetzen. Und für x die 1. Nun haben wir zwei Gleichungen, in denen unsere Unbekannten a und b vorkommen. Und diese beiden Unbekannten können wir mit den zwei gleichen Gleichungen bestimmen. Hier wäre eine Möglichkeit, einfach die beiden Gleichungen a und b voneinander abzuziehen. Das können Sie machen, wenn auf der linken Seite der Gleichung dasselbe steht wie auf der rechten. Und dann ist eben Gleichung a steht ja eigentlich 25 ist gleich 25, Gleichung b steht 13 ist gleich 13. Dann können Sie auch jeweils 25 minus 13 die Differenz bilden und beide Seiten sind gleich groß. Auf der linken Seite haben wir 25 minus 13 ist gleich 12. Auf der rechten Seite würden wir a minus a 0 erhalten für den ersten Summanden und beim zweiten Summanden müssen wir ein bisschen aufpassen, da rechnen wir 5b minus 1b wäre dann 4b. Damit haben wir schon unsere erste Variable heraus, teilen die Gleichung noch durch 4 und erhalten b ist gleich 3. Nun brauchen wir noch unsere zweite Variable a. Die können wir berechnen, indem wir in eine der beiden Gleichungen einsetzen. Ich nehme mal Gleichung a, die heißt ja 25 ist gleich klein a plus und für b setze ich jetzt die 3 ein mal 5 und dann erhalten wir unmittelbar a ist gleich 10. Unsere gesuchte Gleichung ist, oder Funktion ist also y ist gleich. Für a setzen wir die 10 ein. Ich schreibe es hier nochmal allgemein hin. A plus bx. Und y ist gleich 10. Das ist ja unser a. Für b haben wir die 3 errechnet. 3x. Das wäre die gesuchte lineare Funktion. Dabei haben wir etwas schon so unbewusst angewendet. Wir haben nämlich hier an dieser Stelle ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen gelöst. Ein lineares Gleichungssystem. Und damit beschäftigt sich dann eben auch das gesamte Feld der linearen Algebra, womit wir uns im Folgenden auseinandersetzen.